Okay, ja. Ich wusste es, dass es falsch war. Das ist das erste Mal, dass mir eingefallen ist. Ja, ja. Gib mir mal einen Tipp hier, ne? Vier. Doch, der Ofen. Natürlich der Ofen. Das war eins der ersten Dinge, die eingefallen ist. Das muss richtig sein. Es war richtig. Hey, ich hab gewonnen. Das Spiel ist aus. Ich und meine große Klappe. Ja, bla bla. Was sagt denn die Uhr so? Die Uhr sagt, ich hab noch ein Viertelstündchen. Komm, gib mir mal Tipps hier, ne? Vier Buchstaben fest Eisen. Mine? Nein, Mine frisst kein Eisen. Nimmt die Masse des Eisens bei diesem Prozess sogar zu. Auf eine chemische Sauerstoffanlagerung hat niemand auch nur die blasseste Ahnung. Oh Gott! Vier Buchstaben. Das sollte ich wissen, ne? Ja, nee, das hatten wir mal in der Berufsschule. Irgendwann. Oxidation. Oh. Oh Gott, das hätte ich wissen sollen. Rost. Ja, okay. Richtig. War ganz einfach, hab ich gleich gewusst, ne? Was denn schon? Rechte Axt. Die nächste Frage. Kein, so bin ich, kann ich kein sein. Wer ist stets in seinem Bett und doch ständig unterwegs? Oh Gott. Ich bin heute nicht dafür gedacht, Rätsel zu machen. Muss das heute sein? Ja! Viel lustiger, wenn du es nicht kannst. Wir können es nämlich auch nicht. Und doch ständig unterwegs. Ja. Nee, heute nicht so. Fünf Buchstaben. Die Decke. Sonst gerne, aber heute nee. Ach, du mich auch. Na warte. Wart nur. Eines Tages werden die Wälder alle abgeholzt und riesige Papierfabriken drauf errichtet. Hey, ich war das erste Rätselwort. Lösungsbot, ohne dass ich den Hinweis benutzen muss. Bin ich nicht toll? So, wer ist ständig in seinem Bett? Und doch ständig unterwegs. Fünf Buchstaben waren es, ne? Gute Frage, ne? Das wird heute nichts, glaube ich, ne? Wäre es gesucht, wirklich ein Mensch, dann wäre es ein lang. Wäre er ein langer Nasser? Hä? Okay, das wirft mich jetzt total. Langer Nasser. Was? Komm, er fließt in beherbergt Flussbarsche. Oh Gott, bin ich schlau. Ja. Ich bin gestresst. Die Ausrede funktioniert immer. Richtig. Die letzte Frage wird zeigen, ob es dein weiches Fleisch mit hartem Holz aufnehmen kann. Wer wird kalt, wenn es warm wird? Wer wird kalt, wenn es warm wird? Oh nee. Wer wird kalt, wenn es warm wird? Oh. Was soll denn nach der Arbeit nicht mehr hier so denken müssen? Gib mir mal einen Hinweis. Vier Buchstaben. Herd. Genau, der Herd wird kalt, wenn er warm wird. Ja, genau. Ach komm, scheiß drauf. Ist andersrum eine Art freiwilliger Frostschutz. Keine Ahnung, komm.
kalt, wenn es warm wird, was? Meine Folge nochmal, freiwilliger Frostschutz. Steigen die Temperaturen, muss man nicht mal heizen? Keine Ahnung. Was mir jetzt spontan einfällt. War ja klar. Also das letzte Rätsel verwirrt mich jetzt total. Muss das heute sein? Ich hätte erst den Piraten oder so töten sollen oder keine Ahnung. Okay, nochmal. Also das war Rost. Ha! Ich habe nicht mal die Frage eben gelesen und weiß die Antwort. Ha, bin ich nicht toll? Egal. Ja, ich darf das. Scheiß drauf. Rätsel lösen. Pah. Echter Abenteurer, der schlägt alles klein. Es wird kalt, wenn es warm wird. Mit 4 Buchstaben. Hilfe! Ich hab doch keine Ahnung. Ein freiwilliger Frostschutz. Es wird kalt, wenn es warm wird. Warm? Kalt? Was? Scheiße? Ja, die nächsten 10 Folgen werden sich damit beschäftigen, dass ich dieses Rätsel löse. Wer wird kalt, wenn es warm wird? Muss man nicht mal heizen? Ja, das ist mir auch klar, dass man nicht mal heizen muss, wenn die Temperaturen steigen. Aber was soll das sein? Ach Gott! Das tut jetzt echt schon weh. Das habe ich, glaube ich, sogar bei der ersten Rätselfrage. Ich will immer nach links gehen, damit ich rechts wieder rauskomme. Oh Gott, das habe ich beim. Das war mein erster Versuch bei der ersten Rätselfrage, ne? Richtig. Erstaunlich, vielleicht steckt doch mehr in dir, als der kümmerliche Anblick verrät. Wie bitte? Du hast meine Prüfung bestanden. Fleischliche, empfangene Lohn. Du bist tot. Was ist das denn? Ja, guck mal, schon mal verdaut. Ist es das, was ich denke, was es ist? Ah. Eine Hexenhut? Ach, Rang. Und das ist für mich? Entschuldigung. Valtrana ist ein alten Hexenhut, yeah. Gewitz bist du also, du hast auch Mut. Kaffe nicht, so ratlos. Ich mache dir ein Angebot. Du löst ein zusätzliches Rätsel. Klingt es dir, es ist so weiter Lohn, schaltest du es in deine Knochen schließlich doch rein. Ich mag's. Arrrrrrr, weiß Wut oder Gier, wir werden sehen. Größenbad. Was ist dein, doch verwende es andere häufiger als du. Ich bin so verrückt. Was ist dein, doch verwende es andere häufiger als du. Keine Ahnung. Mein Auto. Damit fährt mein Bruder öfters als ich. Öfters als ich, ne? Krass Deutsch, Alter, ey. Was ist dein, doch verwendet das andere häufiger als du. Wie viele Buchstaben hat denn das? Also kann schon mal ein Gesicht nicht sein. Doch verwendet das andere häufiger als du. Meine Zahnbürste. Okay, dann würde ich mir Sorgen machen. Weil sie die Frage stellt, ob ich nicht andere Probleme habe, wenn ich es schaffe, Zahnbürste mit 4 Buchstaben zu schreiben. Ach, ich komme mal wieder nicht drauf. Die gehören nicht nur Dinge. Luft! Mir gehört die Luft! Und die nächste verlange ich Steuern dafür. Wie heißt du? Also mein Name hat aber 6 Buchstaben, ne? Und warum verwenden es andere häufiger als ich? Wenn ich mit mir selbst rede, spreche ich dauernd meinen Namen aus. Und ich mache den ganzen Tag nichts anderes.
Richtig! Also außer mit mir selbst sprechen und Let's Plays aufnehmen. Ja, ich spreche den ganzen Tag mit mir selbst, nenne meinen Namen und mache Let's Plays. Und? Was kriege ich? Wissen! Denn das Rezept für starke Heiltränke, die ich wahrscheinlich nie benutzen werde. Du durfst es soeben von tiefen Wassern schöpfen. Versuche zu wachsen und zu gedeihen, Kurzlebige. Kann nochmal mit ihm reden? Komm, wir nerven ihn jetzt, damit er uns totschlägt. Ich hätte vielleicht speichern sollen. Reiß mich nicht länger mit deiner Gegenwart, du hast halt, Nuki! Ich will aber noch mehr. Schlägt er mich tot, wenn ich ihn nochmal anrede? Ich speichere mal, bevor ich das jetzt mache. Du hast gefahren, Fleischlinge! Du spür mein Zorn! Das wollte ich bloß wissen. Was sagt denn die Uhr? Die Uhr sagt, ich habe nur ein paar Minuten. Die Büsche habe ich schon abgegrast. Den Frosch nehme ich mit. Komm. Das ist kein Frosch. Ein Schenkel abzutrennen. Grauenhaft, dieses Spiel. Gewalttätig. Menschenverachtend. Ketzerisch. Erzürne die Herrin nicht. Schnauze. Ich trete voll in den Arsch. Sieh an, der knorrige Alter hat dir also den Hut gegeben. Können wir mal aufsetzen, ne? Das hast du nicht gedacht, wie? Ich hab's ganz allein gelöst, die Rätsel. Früher war er nicht so nachsichtig mit den offenkundigen Fehlerhaften. Hätte ich das gewusst, wäre die Prüfung in einen vorderen Ort verlegt worden. Du! Na und, bestanden ist bestanden! Stimmt. Und damit wirst du wohl nicht zum Hinkommen, dir wegen des Giftes zu helfen. Das gibt's. Ich füge Buchstaben ein, die nicht da sind. Was fällt dir ein? Schweig still, dumme Gans. Wie soll ich wohl dein Gift betrachten, wenn ich nicht von deinem Blut nehme? Du hättest doch etwas sagen können. Ich sage es dir ja jetzt. Ich spreche fast genauso wie du. Ich komme gleich ein Ausrufezeichen. Und? Nicht am Mach. Und was? Meinst du, der Herr der Hexjäger sei solch ein Einfallspinsel, dass er dich mit einem Allerweltsgift belege? Das hier ist delikat. Du sollst nicht essen. Ja, ich muss sagen, das ist ein ganz ausgewöhntes Gemisch. Respekt, Jägerherr. Heirat ihn doch, wenn dir das so gefällt. Versuche wenigstens so zu tun, als hätte ich nicht in allem recht, was ich über dich denke. Du. Tatsächlich, in allem. Nichtsdestotrotz, Walburga tat gut daran, eine Kräuterkundige als sie es ist, um Rat zu fragen. Du weißt also, was für ein Gift ist? Ich weiß, dass es die einzige des Kreises bin, die es ergründen kann, Kleines. Ha! Du weißt es also doch nicht! Auch nicht! Du freust dich gerade nicht wirklich darüber, dass dein Gift scheinbar unheilbar ist, hm? Weißer Faun! Zafon. Spricht man überhaupt Zafon aus? Keine Ahnung. Tangruen! Du musst etwas wissen! Du musst! So ist es schon besser. Ich brauche Zeit, wertvolle Zeit, die ein Problem bei Angelegenheit stehlen. Sieh mal ein Problem bei Angelegenheit stehlen. Ja, ich bin lästig, du bist die Größte, alles dreht sich um dich. Ich hab's verstanden, Tangruen. Und vor allem benötige ich meine Ruhe. Ich warte vor der Tür. Das dürfte kaum genügen, angesichts der Tatsache, wen du vor ihm dieses geführt hast. Ach, versteckt, der Hexjäger! Zerstreue das Ding, aber auch darum werde ich mich kümmern. Verlasse mein Haus und gib gut Acht. Vielleicht lernst du sogar, wie eine richtige Hexe mit Problemen verfährt. Sie ist ihnen nicht ausgeliefert, nie! Zerstreue das Ding, aber auch darum werde ich mich. Ja. Du wiederholst dich. Eine echte Hexe ist nie ein Problem ausgeliefert. Nee. Da verblüff ich doch mal, du hast doch keine Gans. Jetzt springt's weg, stimmt's? Ja, aber das Haus, wie kann das? Selbst die Gipfel deiner Fantasie stehen doch tief unter meinen Möglichkeiten, Kleines. Tangruen, warte, was wird aus meinem Gegengift, wenn ich dich wiederfinde? Ich werde dir einen Boden schicken und keine Sorge, du wirst schon merken, dass er von dir kommt. Er wird eine Zeit dauern, versuche ein bisschen so zu tun, als wäre es eine selbstständige Hexe wärst. Du hast recht, ganz ohne Hilfe wirst du es nicht schaffen, also nimm dies und setz es mit Bedacht ein. Ja, ich krieg ein Brot. Das ist vermutlich verschimmelt, so wie es grün leuchtet. Weg ist sie! Ein Zauberkeim. Ja, fast dasselbe wie Brot. Was wird aus den beiden? Was? Wie? Wo? Wer? Wann? Wieso? Warum? Weshalb? Das Hexenhaus!
Was guckt ihr mich so an? Bei aller gülden, gefälligen Gewissheit, ich gucke die Richtige an. So? Nun sehe ich all diese Unschuldsmiede an! Was hast du mit dem Hexenhaus angestellt, Dämonenweib? Welches Hexenhaus? Willst du dich zum Narren halten? Das Haus, das dort eben noch stand. Vielleicht ist es mir in den Ausschnitt gehüpft. So? Nun, ein Blick könnte gewiss nicht. Versuche mich nicht, Dämonenweib. Geil. Die Macht des Lichts band dich, Dunkelübel. Lass es gut sein, Jungchen! Es muss doch irgendwo sein. Es muss. Aha. Hab ich dich, Haus. Es ist gewiss, Haus. Aber ich kriege dich. Jungchen, also an und auf. Nee, ich glaube nicht. Wo hast du dich versteckt? Liegt unter dem Stein. Sieh an, ein Kompliz. Und da steh ich, das erste Zaun. Ich weiß genau, hier war ein Haus. Ich habe es doch mit eigenen Augen gesehen. Oder nicht? Weiß das arme, verwirrte Hexenjägerlein gar nicht mehr, wo ihm der Kopf steht? Warte nur, wenn ich dir auf die Schliche komme, Hexe. Schluss jetzt! Kam euch ein andermal! Wir haben schon viel zu viel Zeit für nichts vertrödelt! Schon zu viel Zeit für... Ach. Kann ich da jetzt nochmal rein? Nein. Da geht auch nichts mehr. Jo, das war's hier. Gut. So viel dazu. Ich habe mal bewiesen, wie episch ich Rätsel lösen kann. Hier ist nichts. Gar nichts. Beschiss. Apropos Beschiss, ne? Ich habe hier doch ein... Habe ich noch was bekommen? Nein. Ich habe nur ein... Alter Hexenhut schützt vor Schlaf. Bei ihm war es ja Verschlechterung, ne? Ja. Geist brauche ich nicht, er ist kein Heiler und auch kein Magier. So. Da wird unsere Ausrüstung ja richtig gut. Dank meiner epischen Rätselrate-Skills. Ja. Nee, muss heute nicht sein. Ich brauche gar nicht schlafen. Ich hab schon. So, jetzt habe ich noch. Das ist die Mine. Das ist da unten der Berg, wo ich eigentlich hin müsste. Ein kleines Wildtier, das sich gerade schmiegt. Was soll ich versuchen, jetzt zu erledigen? Super, ich habe nur unfähige Idioten dabei. Und die Frau lässt es einfach gehen und die Kerle, naja, die können es nicht. Toll. Hier ist immer noch nichts. Nein, aber ein Frosch, den ich jetzt gleich mal... in zwei Fetzen reise. So, gehe ich jetzt zu dem Hauptquest, wo ich ja eigentlich hin sollte, um die Welt zu retten? Oder ignorieren wir das einfach und töten den Piraten? Ich würde sagen, ich speichere mal überall. Auch ganz unten mal wieder. So sicherheitshalber, ne? Wegen, weil ich kann's, ne? Habe ich eigentlich da einen? Nein. Und würde sagen, ich höre heute erstmal auf wieder, ja. Viel Spannendes passiert. Nö. Pst. Egal, das war's für heute mit Wolfenhain. Ich sag auf Wiedersehen.